Ein herzliches Hallo von mir an euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind auf dem Yamaoka Anwesen. Ich habe hier immer so meine Schwierigkeiten. Vor allem... wow! Wenn der Killer direkt um die Ecke geschossen kommt. Gut. Wir gucken mal, was das jetzt diese Runde hier wird, ne? Oh. Da war ein leuchtendes Totem. Ist hier irgendwo eine Palette? Ich muss eigentlich den Killer stunnen. Okay, er rennt mir auch einfach strikt hinterher. Machen denn die anderen in der Zeit? Haben die Generatoren oder so? Bin gefühlt alleine mit ihm auf der Karte hier. Wir haben nirgendwo bisher einen Generator. Okay. Okay. Ich habe ihn einen Generator lang hingehalten. Da hinten war ein leuchtendes Totem. Jane? Okay. Okay, wir geben ihm mal diesen Hit. Okay, jetzt habe ich ihn tatsächlich nicht kommen sehen. Okay, das Totem ist weg. Sehr gut, aber er geht direkt zu den beiden hier vorne am Generator. Ich glaube, er hat Barbecue und Chili. Oder er hat sie vorhin schon gehört. Okay, einer lässt sich jagen. Ich glaube, ein Jake, den ich hier mit dabei habe. Er folgt ihm nicht. Lass erstmal abhauen. Ist hier nämlich irgendwo? Ich gehe mal relativ weit weg und ich heile mich selbst. Obwohl man sich eigentlich nicht so oft selbst heilen sollte. Und ich eigentlich auch ein bisschen von diesem Talent wegkommen möchte. Da vorne war es mir jetzt doch zu heikel. Ich habe gesehen, dass die Claudette geliehene Zeit dabei hatte. Aber man muss ja nicht unbedingt im Terrorradius bleiben. Ich glaube, ich mache dann auch direkt hier den Generator. Ich sehe und höre nichts. Er ist beschäftigt. Wobei das mit dem Hirn natürlich schwierig ist bei Ghostface. Wenn er gerade in seiner Fähigkeit ist. Weil dann ist er ja lautlos. Bin ich das jetzt hier irgendwo... Okay, die sind dort hinten. Dass er hier irgendwo hockt und mich stalkt, wollte ich gerade sagen. Solange die dort hinten sind, da kann ich hier ganz in Ruhe den Generator durchziehen. Dann haben wir nur noch zwei. Und ich bin die Einzige, die bisher am Haken war. Die Chancen stehen erstmal gut für uns als Überleben, dass wir es vielleicht rausschaffen könnten. Das sagte ich gerade, der war da rechts. Man wird ein bisschen verrückt. Weil man nie weiß, wo er jetzt gerade ist. Man merkt es meistens erst, wenn es zu spät ist, wenn er einen hochgestalkt hat.
Er wurde gerettet. Ist denn in der Scheune ein Generator? Ja. Weiß nicht, ob man den jetzt machen sollte. Weil dann sind alle Generatoren auf der Seite hier weg. Aber wir sind ja noch zu viert. Das ist gut, wenn die Generatoren hier hinten weg sind, weil hier ist der Keller. Das heißt, wenn wir dann alle auf der anderen Seite sind, kommt niemand von uns in den Keller. Was ja nämlich auch immer irgendwie schwierig ist, da die Leute zu retten. Es sei denn, der Killer ist fair und geht auch weg vom Haken und campt nicht. Aber ansonsten ist es sehr schwer, Leute aus dem Keller zu bekommen. Ich hatte gerade kurz Angst, dass sie mit dem Killer hier ist. Ach, der ist dort hinten. Okay. Dann näher. Ach so. Weil er gerade jemand trägt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann ziehe ich den jetzt hier durch. Er ist dort hinten. Okay, ich mache hier auf 99. Oh nein. Das war jetzt getunnelt. Ich glaube, deswegen ist er jetzt auch tot, ne? Was machen wir? Der andere Ausgang ist dort drüben. Nea ist hier. Wow, Nea. Wow, jetzt hat er die andere angeschlagen. Wo ist die? Ich weiß nicht, wo die Verletzte ist. Ich mach dir den anderen Ausgang. Ich hoffe, er stalkt mich jetzt nicht hoch, dass ich One-Hit bin. Ah! Ich weiß jetzt nicht, ob die andere am anderen Ausgang war. Weil er war mit uns rein theoretisch beschäftigt. Und zwar relativ lange. Oh ja, bitte. Ja. Sie hat es auch noch rausgeschafft. Er hatte Ruf der Krankenschwester dabei. Er hätte uns beim Heilen sehen können. Die aufgezehrte Hoffnung war das leuchtende Totem. Okay. Ja, ich bin rausgekommen. Sehr gut. Und mit diesem Hochgefühl schicke ich euch jetzt dahin, was auch immer ihr machen möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald.